Hallo und recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von ETS2. Ich bin's Jan und das Ganze natürlich auch mit Mike im Multiplayer. Hallo! Ja, wir sind immer noch auf dem Riesenserver mit 4200 verrückten Menschen, die versuchen uns zu rammen. So mehr oder weniger war das in der letzten Folge zumindest. Guckt es euch gerne nochmal an. Heute versuchen wir das Ganze ein bisschen weniger chaotisch zu gestalten. Ihr könnt weiterhin eure Themen gerne in die Kommentare reinschreiben. Das konnten wir bis jetzt noch nicht aufgreifen. In dieser Folge, ab der nächsten Folge schon, weil wir jetzt hier quasi gerade noch direkt hintereinander aufnehmen. Aber wir haben trotzdem genug Stuff da, um euch zu unterhalten. Wir fahren Richtung Osnabrück und weiter nach Düsseldorf heute. Natürlich wieder auf beiden Kanälen. Also ihr könnt einfach rüberschauen zu den anderen Kanälen, mal aus beiden Sichten das angucken. Ich fahre nach Osnabrück, ich habe leider keinen anderen Auftrag. Und Jan fährt nach Düsseldorf. Und da fährt man dann quasi an Osnabrück vorbei und dann gucke ich da mal, ob ich da noch was weiteres bekomme. Hast du deinen Auflieger schon? Nein, ich musste mich gerade wieder darüber aufregen, dass man vor das Feedback angegangen ist. Oh, das ist echt nervig. Aber das ist vor allen Dingen, das ist gar kein richtiges, das, also... Ja, ich kenne das schon, das ist so ein bisschen... Digga! Wieso ist das hier keine Non-Collision-Zone? Ich bin gerade gegen einen Auflieger gefahren, der... Alter, das geht ja schon wieder gut los. Hä? Jetzt hat mein LKW wieder Schaden bekommen, weil er hier seinen Auflieger abgekoppelt hat und er dadurch nicht mehr unsichtbar war. Oh mein Gott. Du hast auf jeden Fall richtig Glück. Aber vor allem, also, nochmal zur Erklärung, dieses Force Feedback ist meiner Meinung nach, also das, was mich so nervt, ist einfach überhaupt meiner Meinung nach kein richtiges Force Feedback. So wie man das kennt, so Vibration oder das oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern das ist einfach, das Einzige, was es tut, ist, dass es echt schwer ist, dieses beschissene Lenkrad zu bewegen und das nervt aber nur, wenn du so einen Widerstand dagegen hast. Ich finde, das nervt richtig und ich habe das, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt einmal, ich muss das auch immer ausstellen am Anfang, bevor ich das mal zock, aber wenn ich das einmal mache, dann bleibt es halt so und bei dir eben nicht, das ist das Problem gerade. Ich warte hier Richtung Autobahn auf der Strecke hier, also eigentlich in Hamburg noch, bis du jetzt deinen Auflieger geholt hast. Yep. Und das Licht kann man jetzt tatsächlich ausmachen. Funktioniert. Und dann kann ich auch Lichthupe machen, richtig geil. Ist das, was ich wollte, Lichthupe. Nein. Ich sag trotzdem nichts. Alter, der ist... No! Digga. Alter. Ich fahre über eine grüne Ampel, der fährt von der falschen Straßenseite einfach auf mich zu. Ich denke mir so, warum? Also Leute, ich spiele das Spiel richtig, ich habe kein Geld und die rammen mir einfach hier auf diesem behinderten Server mein Auto, meinen LKW kaputt. Wir wechseln den Server auf jeden Fall zur nächsten Aufnahmesession. Allerdings wollen wir jetzt nicht hier während der Aufnahme jetzt den Server wechseln. Wir nehmen ja die Folgen hier hintereinander auf, aber nachher wechseln wir den auf jeden Fall. Für die nächsten Folgen. Oh, das Force Feedback. Ich hab doch nur den Auftrag hier in dem Ding angenommen. Alter. Oh, du tust mir so leid. Das funktioniert einfach nicht. Und Leute, die auf meinem Kanal zugucken, ich wollte nur mal angemerkt haben, dass ich immer ja, also das ist ja gerade wie in der letzten Folge, die Aufnahme-Settings. Also kann es sein, dass die Sounds vom Spiel ein bisschen zu leise sind. Also weil Jan halt einfach lauter ist und ich das dann nicht hochschrauben kann. Das gucke ich mir auf jeden Fall an und ändere das dann vielleicht bis zur nächsten Folge. Aber wie gesagt, jetzt nehme ich ja noch durchgehend hier auf und deswegen konnten wir auch nicht Server wechseln und auch keine anderen Settings machen. Nur, dass ihr da hingegen Bescheid wisst. So, hast du deinen Auflieger? Guck mir ihn gerade an. Guckst du den an? Ja, ich guck ihn mir auch an. Ach, Kuppel meinst du? Ja, ich hab das nicht verstanden. Sorry. Mein Fehler. Und hier hält sogar einer bei der Ampel. Hier ist einer, der normal fährt. Ja, einer wie ich. Huiuiui. Ja, ich fahr ja auch normal. Ich halt nicht bei jeder Ampel, aber... Was tut er da? Alter, er fährt rückwärts einfach! Mal, oh, wenn ich hier nicht ausweiche und diese hier Bürgersteig-Dinger da, die sind auch voll gefährlich, kann man sich auch. Das ist auch gefährlich. Kaputt gehen. Holla.
Ampeln sind in dem Game einfach egal. Also ich bekomme zwar Geld abgezogen, aber den anderen ist es echt alle egal. Oder kommst du? Also ich denke mir auch so, wenn man ETS 2 spielt oder so, dass die dann irgendwie, also habe ich erwartet, tatsächlich, also für einen Livestream oder so ist das aber echt witzig, kann ich mir gut vorstellen. Oder so, auch wenn irgendwie mit Zuschauern und so, ich würde zwar nicht gern gerammt werden von Zuschauern, aber das ist irgendwie witzig, das kann man auf jeden Fall mal machen, also nicht von euch gerammt werden, das finde ich nicht witzig, aber auf so einem Server mal mit Zuschauern zu spielen, das wäre halt schon mal ganz geil in einem Livestream. Aber ich habe halt erwartet, dass, wenn man Euro Truck Simulator spielt, dass die halt nicht so krass wirklich, also es gibt ja Leute, und davon habe ich jetzt schon ganz viele gesehen, die versuchen mich absichtlich einfach kaputt zu rammen. Die fahren ohne Auflieger rum und wollen mich irgendwie einfach nur über die Leitplanke, dass ich abgeschleppt werden muss und alles sowas. Ja. Das ist halt einfach richtig kacke. Das ist echt kacke. Hätte ich auch nicht erwartet, aber naja. Das war jetzt auch schon wieder ganz knapp mit ihm hier. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich war richtig weit rechts. Kein Problem. So, Tempomat ist... Alter, der hat sich gerade gedreht. Nee, weh, du fährst jetzt in mich rein. Bremst, 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 bremst. Mach ich. So ein Trottel. Wer denn da? Jetzt kann ich die Lichttuppe machen, das ist richtig geil. Ja, er ist halt so schnell gefahren und es hat sich dann gedreht. Oh Gott, habe ich noch ein bisschen nach hinten? Ja, ja. Ja, tatsächlich. Okay, jetzt geht's wieder los. Oh, Leute. On the road again. Oh, hier bin ich grübig. Ey. Ich war mal bei 120.000 am Anfang, wo wir angefangen haben aufnehmen. Ich bin jetzt bei 88.000. Richtig geil. Der hat schon wieder einen Crash gehabt da vorne. 88.000 und das, obwohl wir ja einen Auftrag abgeschlossen haben, wo ich irgendwie knapp über 10.000 bekommen habe. Und ich hätte auch noch viel mehr bekommen. Bitte fahr nicht in mich rein. Man sieht's halt, man hat's halt genau an dem Typen jetzt gesehen, ne? Die fahren halt so schnell. Der hat jetzt schon 2 Crashes innerhalb von 2 Minuten gehabt. Das ist richtig krank einfach. So, ich warte mal ein bisschen auf dich jetzt. Ach, Leute. So, wenn man erstmal auf der Autobahn wieder angekommen ist, ist es angenehm. Da kannst du wirklich fahren. Das ist schön. Ich habe ja früher, also man muss sagen, ETS2 ist ja auch schon echt alt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt es ist, aber es ist schon echt alt. Aber ja, so 5 Jahre oder so bestimmt, oder? Ja, doch. Doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob einige von euch noch mein altes Lenkrad kennen. Und so, ich hatte das ja früher so auch, also ich habe es so im Multiplayer nie gespielt, aber halt so alleine, manchmal bin ich so rumgefahren, so das war bestimmt auch so vor 4 oder 5 Jahren, auch mit dem alten Lenkrad und so. Damals, ich kannte halt nichts anderes und so, ich fand das im Singleplayer war das eigentlich okay und so, hab mir nichts ausgemacht. Und da fand ich Autobahn voll langweilig. Und jetzt, wenn ich hier so auf die Autobahn komme, so, oh, endlich Autofahren. Wie langsam bist du denn? Ich habe jetzt richtig runtergebremst. 100 km/h. 99, 100. Jetzt habe ich mal auch was Schwereres hinten dran. 101. Ja. 102. Also ich glaube, ich habe gerade 22 Tonnen oder so. 104, so langsam werde ich schneller. Ja, ich habe auch 22. Oh Gott, jetzt sind wir an der Tankstelle vorbei. Ja, ich habe noch genug Tank, aber ich würde trotzdem gerne mal tanken. Ich will den immer voll haben. Aber bei mir gehen noch 1163 Kilometer. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. Also bei mir ist das auf dem Bildschirm da. Ja, da habe ich die KMH-Anzeige. Das kann man, glaube ich, irgendwie umstellen. Ja, das kann man umstellen. Ja, ich habe mir da eine Taste. 1750 habe ich. Alter, Gott. Muss ich tanken. Ich weiß, aber ich finde das immer so, muss immer voll sein. Du bist aber auch schwerer. So. Woher fahren hier du gerade? Du musst nochmal rüber, ja, du musst nochmal rüber. Oh. Wird anständig geblinkt, Leute. Ja, ich habe auch geblinkt, ich weiß nicht warum, aber habe ich. Wir fahren hier echt anständig. Das ist richtig crazy. Und du holst gerade ein bisschen ein.
bist fast neben mir jetzt. Echt? Fast? Also, das, oh ja, ja, stimmt, Alter. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ja, ich muss immer noch. 120 km/h. Ich muss immer noch hier bleiben. Ui, 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 ui. Ja, ich bin noch auf meiner Spur. Kein Problem. Ja, ich bin auch auf meiner Spur. Alter. Richtig nice. Ah, die Folge ist bisher aber ein bisschen entspannter als die letzte Folge. Ja, wir sind deutlich besser. Also bei mir auch, auf jeden Fall. Ich wurde erst einmal gerammt in dieser Folge. Ich noch gar nicht tatsächlich. Also in letzter Folge wurde ich ja direkt am Anfang noch vor dir gerammt, aber jetzt bisher noch gar nicht. Ach ja, entspannt. Richtig chillig. Jetzt muss ich schon wieder rüber. Ich muss dir mal sagen, wenn du abfahren musst. Krass, du bist voll schnell, ja, sag ich dir dann. Ja, aber nur 23 kann man. Alter, ich hab nur 120. Alter. Oh Gott. Jetzt hupt er. Ich höre das halt gar nicht, ne? Ich sehe nur das Symbol da. Den Spielsound echt ein bisschen zu leise. Wird man wird halt nur dich hören und der Spielsound halt gar nicht. Sollen wir eigentlich Musik drunter legen? Oder nicht? Weiß ich nicht, also man könnte so Radio, also wäre ja realistisch, wenn man Musik hat. Ich meine, ey, Radio gibt's ja hier auch, kann man sich reinmodden, ne? Ja, ja, weiß ich, aber. Kann man ja auch im Nachhinein. Ja, irgendwie normale Musik halt, irgendwas, was GEMA-frei ist. Und, ja, vielleicht ganz geil. Bei denen wir was Cooles haben. Ich habe nur was für meine Fußballvideos. Das ist nicht unbedingt das Passendste. Nee. Kannst du übrigens auch rüberfahren, ne? Ich bin weiter hinter dir wieder. Uiuiui. Nein. Fährst hier schneller als ich. Ich dachte ja, ich habe einen Power-LKW. Ja, meiner ist tatsächlich gar nicht so schnell. Also sieht zwar cool aus, aber ich habe noch einen schnelleren, definitiv einen schnelleren, aber der sieht halt von innen und von außen nicht so geil aus. Wie viel Tonnen transportierst du denn wieder? Du hast doch bestimmt. Kann das sein, dass du, weil du auch so ein hohes Level hast, dass du andere Fahrten hast? Ja, auch viele Fernfahrten halt eben. Ja. Oder ist eine. Oh mein Gott. Ja, okay, der bleibt aber stehen. Ich dachte, der wäre ja auf der Spur. Aber 22. Wenn es dann irgendwie länger. Also da müssen wir dann auf jeden Fall mal die Folgen halbieren. Ja, ja, klar, das sagen. Auf jeden also, Fall. Mal weitergeht. Oder halt im Streams ist es aber ganz gut, wenn man Fernfahrten hat. Ja, das stimmt. Ist ganz geil immer. Du bist ja dann nicht so vielen Städten, das ist ganz angenehm. Ja, da musst du auch ein bisschen Fernfahrt noch leveln. Ja, es gibt, ich habe sogar noch einen Skillpunkt, den ich nie verteilt habe. Es gibt ja natürlich auch normale Fahrten dann, wenn du Fernfahrten hast. Immer wieder auch normale halt, aber ganz, ganz viele überwiegend das halt vor allem. Ich muss rechts, ich muss rechts. 380 km/h. Jetzt ja, hier abfahren. Ja, ja. Was soll ich machen? Abfahren? Warum fährst du vorbei? Dachte, du kommst mit. Nein, 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 nein. Ey, das hat mich gefetzt. Mann, warum fahre ich denn immer so schnell in die Kurven, Alter? So ein Rotz. Aber bleib da stehen und warte auf mich, oder? Ich glaube, ich habe gerade einen Typen geschnitten, weil er links rechts überholen kannst, wollte. Kannst du ja aber auf der Ding warten, ne? Auf der Stand greifen. Ja. Okay. So, Leute, wir sind auf wundersame Weise in Osnabrück. Kann man mal machen, aber ist ja gar nicht so schlimm. Ich schau mal, vielleicht habe ich dann tatsächlich einen Auftrag auch nach Düsseldorf. Gehe ich mal nicht von aus, aber es wäre cool, ja. So, wieder hier Navi rein. Ich sollte vielleicht echt in den Kurven ein bisschen mehr bremsen. Boah, ey, die knattern hier aber auch an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie geht der Warnblinker an? Ich hab den auf hier, ey. Aber du hast es ja nicht belegt, du hast ja noch viele. Ich hab das nicht belegt. Du hast viele Tasten ja noch nicht belegt. Oder halt Funktionen. So. Soll mal regnen. Soll mal. So gedacht, ja, kann ich alles über. Da
dann müssen wir hier rein. Jetzt parke ich nicht selbst ein, auch wenn ich das immer ganz gerne mache, habe ich auch in letzter Folge gemacht. Das mache ich jetzt aber nicht, dann machen wir einfach überspringen, weil Geld brauche ich eh keins und EP auch nicht. Und dann bin ich schneller bei dir. So, und dann gucken wir direkt mal Auftragsangebot Frachtmarkt, ob wir hier tatsächlich nach Düsseldorf was haben. Salzburg, das ist voll weit weg alles. Dresden, Straßburg, Rostock, Duisburg. Nö, habe ich nicht. Hast du was in die Richtung geht? Das ist eine gute Frage. Lass mich nochmal nachgucken. So, von hier. Diese kann ich hier nicht suchen. Hier ist Düsseldorf, naja. Boah, ich habe richtig weite Fahrten. Ja, da, das könnte man nehmen, aber geht halt schon deutlich vorbei. Ja, es vielleicht haben wir auch was zusammen dann wieder in Düsseldorf. Ja, das wäre witzig. Aber ich könnte halt nach Frankreich, nach Metz. Das fährt, aber da fährst du halt schon an Düsseldorf vorbei, aber es dauert halt dann noch ein gutes Stückchen. Bald habe ich ja dann auch weiter in die Richtung was. 8 Tonnen, komm, das nehmen wir jetzt einfach. Don't care, wenn nicht, muss ich den Auftrag halt abbrechen. Geld haben wir ja, ne? Das habe ich jetzt nicht angewählt. Alter, bin ich behindert. Ah, jetzt muss der den scheiß Anlieger auch noch erst holen. Oh man. Wie lange muss ich hier warten? Soll ich die Aufnahme unterbrechen? Nee, oder? Mir passiert gerade nichts. Hier fahren LKWs an mir vorbei. Ja, aber als ob du die jetzt deswegen unterbrichst. Willst du gleich nochmal starten? Nee, komm, ich bin gleich da. Der hat nur 8 Tonnen, mit dem gebe ich richtig Gas. Ich rolle bergab, ich habe meine Feststellbremse jetzt gelöst und rolle auf dem Standstreifen. Cool. Ich habe immer noch keine Warnblinkanlage an, aber wer braucht schon Warnblinkanlage? Ich? Ich habe die mal angemacht, als ich auf dich gewartet habe. Ja, ich weiß nicht, wie die angeht. So Leute, das ist unser Auflieger, den schnappen wir uns jetzt. Zack, und dran machen. Und dann können wir schon direkt Gas geben. Mit dem sind wir jetzt ein bisschen schneller. Der hat nur 8 Tonnen Gewicht. Heißt, das sollte schon ein bisschen schneller vorangehen. Oh nein, jetzt. Bitte nicht. Was, will ich einer rammen? Nein. So, dann hier nochmal links und dann komme ich schon wieder, glaube ich. Oh, mein Force Feedback ist ausgeblieben, danke. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt in die richtige Richtung fahre. Komm jetzt, weil ich zu lang brauche für den Auftrag, weniger Geld. Und weniger Erfahrung, glaube ich. Ich fahre, glaube ich, bist du schon... Fahr mal zur nächsten Ausfahrt. Ah, ich bin on the road again. Aber nur langsam, ne? Ich brauche noch ein bisschen. Ich glaube, du warst bei der oberen. Wieso hupt der Typ? Ah ja, halt. Nicht dafür, dass ich hier mit 30 km/h lang fahre. Ist genug. Alter, hier sind gerade bei der Ausfahrt richtig... Bei der zweiten jetzt, bist du weitergefahren, ne? Richtig viele. Ich glaube, das müsste die sein, wo ich rauskomme. Ich weiß es aber nicht, vielleicht bist du jetzt eine weiter als ich. Mal gespannt. Jo, wie viel hier los ist. Waren zum Glück nicht in meine Richtung alle auf, sondern alle in eine andere Richtung. Ich muss jetzt mal bei den Ausfahrten echt bremsen, das kann nicht sein, sonst... Ja, da fährt auch einfach einer Stock voll über Rot und bremst mich dadurch jetzt aus. Oh, da, das Manöver, Leute, das hättet ihr sehen müssen. Alter, das hättest du sehen müssen, echt. Der hätte mich halt echt gestoppt und dann bin ich links rüber und zack, Alter, ausgewichen. Mit oder ohne Auflieger? Mit. Uiuiui. So, jetzt aber in die Kurve ganz schön langsam. Ich glaube, du bist tatsächlich eine weiter als ich jetzt. Ich fahre mal langsam los. Ich glaube, du bist eine weiter. Nicht, dass du gleich irgendwie abbremsen musst oder so, weil ich beschleunige jetzt gerade erst. Ja, kannst du ja machen. Kein Problem. Ich habe jetzt 8 Tonnen, damit beschleunige ich schon viel besser als du. So. Okay. Dann müsste ich dich jetzt da vorne gleich sehen. Eigentlich ja. Musste, das ist die andere. Außer du bist noch eine Ausfahrt weiter als ich. Kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, habe ich ja gesagt.
Hoffen wir mal nicht. Aber du bist schon auf A1, oder? Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder bei mir ist Richtung Dortmund ausgeschildert. Bitte nicht nach Dortmund. Ja, warte mal. Wo bist denn du? Bin ich jetzt weiter als du? Ja, ich bin auf der A1. Ah, da vorne bist du. Ah, perfekt. Oder? Nee, das ist nicht du. Doch, das bist du. Fahr! Hey, du warst zwei vor mir. Was war denn jetzt falsch? Krass. Ja, weil ich schon gefahren bin. Deswegen. Ach so. Ich war eigentlich nur einer. Oh, der andere ist hinter mir mit Lichthupe. Ja, fahr vorbei. Was hupst du denn? Fahr doch einfach vorbei, Mann. Oh Gott. So, 130 und ich komme dir immer näher. Ich fahr 103. Ja. Da kommt einer, der fährt jetzt an dir vorbei. Alter. Oh shit, ich muss rüber. Ich fahr. Oh, Alter! Oh. Der fährt ab. Das war richtig knapp gerade. Ja, das war richtig knapp. Servus. Bin schon ein Stück schneller als du, ne? Alter, was hast du denn da für ein Mini-Container? Ja, drauf? Ich sag ja, das ist so. Okay, ich bremse mal wieder ein bisschen ab. Motorbremse am Start. Bremst da einfach auf der linken Spur. Wie viel fährst du? Alter, guck mal, 113 gerade. Okay, dann muss ich noch ein bisschen abbremsen. Schneller. Ja, ich hab schon gesehen, ja. Ist auch gar nicht so schlecht, dass ich deswegen abbremse, sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt ein Problem. Wäre ich schon in die reingefahren. Kommst du näher? Ja, ja. Und Gas geben. Okay. Dann let's go. Ja, ich wurde geblitzt, danke dafür. Ich auch. Richtig geil. Du musst jetzt aber dann sagen, wann du abfahren musst, ne? Auch keine Ahnung. Ja. Düsseldorf muss ich dann Schildern auch mal gucken. Ach Leute, ist das nicht toll. Ich und Jan mit unseren LKWs auf der Autobahn mit anderen Typen, die uns rammen wollen. Ja, und ich rutsche so langsam ins Minus. Ich glaube, das wird nichts mit einem neuen LKW. Nee, erstmal nicht. Schon wieder. Ich muss ja abfahren. Ja, geil. Junge, bin schon vorbei. Sorry, ich ist gerade. Wie viele Kilometer hast du noch? 66. Oh Gott, das ist ja noch richtig viel. Alter, der wäre mir fast hinten drauf gefahren. Kann ich hier runter? Ich mach das jetzt einfach. Scheiße, ich häng fest. Ich steck irgendwo. Nein! Oh Gott, das geht noch. Ich hatte schon Angst, dass mein Auflieger jetzt hier hängen bleibt. Leute, hier fahren eh alle so komplett irre. Ja, wir kommen auf jeden Fall, wenn du auf der falschen Straßenseite gleich fährst, Autos entgegen. Oh Gott, nein, ich kann das nicht. Ich komm hier nicht mehr weg. War doch jetzt. Nee, jetzt fäng ich hier fest. Hä, hey, als ob ich da nicht weiterkomme. WTF. Bremsen. Na egal, ich warte einfach auf dich. Oh Gott, da kommen welche. Oh Gott, nein, ich hebe mich rein, fahren, bremst. Oh, der hat zum Glück noch gebremst. Ja, sorry, Kollege, ich bin gerade hier ein bisschen am struggle. So, ich bin jetzt wieder ganz normal auf der Strecke. Sehr gut. Und jetzt fahre ich auf den Seitenstreifen. Ja, hup halt, komm! Was willst du von mir? So, dann warte ich ein bisschen auf dich. Ich kann mal was trinken. Ja, auf der Landstraße unterwegs, da kenne ich nichts. Ich verlasse dich jetzt einfach. Tschüss. Jo. Oh, hier in Osnabrück ist. Hol mir mal was, ne? Oh Gott, die haben einen richtigen Crash gebaut da vorne. Alter. Ich bin gleich wieder da. Wunderbar, wunderbar.
Alleingang hochschalten. So, auf jeden Fall mal einen Livestream machen. Ich wollte ja ein F1-Training auch machen. Habe ich ja vielleicht aus eurer Perspektive sogar schon gemacht. Aber das hier auf jeden Fall müssen wir auch mal Livestream. Hätte ich Bock. Vor allem, ich finde die Perspektive von meiner Facecam eigentlich ganz geil. So, hier in Düsseldorf, erster Aufenthalt. Oh, rote Ampel, da? Grüne Ampel, perfekt. Da, ich bin gerade in Düsseldorf reingefahren und ist zwar auch ein bisschen was los, aber deutlich weniger. Das ja, auf der Autobahn fahren da ganz viele an mir vorbei. Richtig crazy. Alle nach Frankreich oder so. Ja. Oh shit. Geil. Alter, bist du denn Mann. Ist es denn so schwer einfach? Hä, was macht er denn? Leute, was macht der denn? Junge, hier fährt gerade einer auf der Wiese im Wald. Hä? Der kommt mir gerade einfach entgegen, der ist. Läuft bei dir, Kollege. Läuft richtig hart. Weil hier fahren gerade echt sau viele, ne? Gute Arbeit. Ich wurde am Ende nochmal gerammt. Ich wurde jetzt in dieser Folge wieder zweimal gerammt. Weil der Typ kann einfach nicht fahren, der mich halt gerammt hat. Also der hat es, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, er hat es nicht absichtlich gemacht. Er konnte einfach nicht fahren. So, wo fährst du hin? Metz. Da habe ich ja direkt eine Fahrt hin. Echt? Nein. Alter. Bei dir läuft. Wo ist Metz? Ah, da ist Metz. Ui, also meins geht alles komplett in eine andere Richtung. Egal, dann fahre ich mit dir einfach Metz. Fährst nochmal mit. Die letzten paar Minuten. Ach, mein Frostfeedback. Sollen wir ganz normal jetzt weitermachen? Dann dauert die Folge noch ein bisschen, ne? Was ist ganz normal? Ja, weiterfahren. Oder ganz normal. Wir können auch oder Zeitraffer oder Auftrag abbrechen. Ach so. Ja, das können wir auch machen. Was abbrechen? Ja. Och Mann. Da haben wir noch eine Folge. Meinst du, wir kriegen noch eine hin? Ja, ansonsten unterbrechen wir das einfach. Wir machen einfach noch. Okay, ja, was mache ich jetzt dann aber? Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, ja? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir nehmen jetzt noch eine dritte Folge auf. Und ab der vierten Folge nehmen wir eure Themen mit. Und ja, letztes Mal Chaos dann noch in der nächsten Folge auf diesem Server. Wir bedanken uns. Haut rein. Ciao, ciao.